Teil 8, die Unruhe. Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfährst gerade, es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst schon endlich den Knopf! Geil. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mopsen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Ich habe auch gerade mit mir geredet. Nein, da geht's nicht lang. Gucken, vielleicht muss ich hier irgendwie die Uhr von der Wand runterfallen lassen. Okay, die Uhr. Wenn ich so mache. Und so. Kann ich mich doch theoretisch nur von hinten sehen. Okay. Hier rein kann ich nicht. Ich glaube, das war... Zurück kann ich auch nicht, also muss ich hier irgendwo was machen. Guck, die blöde Tür hier will nicht auf. Und was mache ich hier? Wo ist denn? 10 vor 2. Hier. So. Da geht's weiter. Weiter, weiter, weiter. Und verstuhlen. Portal Rocks. Und ich bin wieder in der Testkammer. Und jetzt bin ich hier. Löse das Rätsel. Wenn ihr zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradox. Haha, ja! Ich wusste, du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken, wahr, nicht darüber nachdenken. Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktorkerntröpfung. Na, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Aha. Und los geht's. Ich will jetzt herumtesten. Ich hatte so einen Cube auf Beinen, der nicht funktioniert. Legt den da. Und teste! Juhu! Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Okay. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns... kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Wow. 1 von 1. Test. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Ist nicht ganz einfach. Okay, mal gucken. Siehst du die Gräben? Oh, ja. Gut gemacht. Sehr schwierig, der Test. Ja. Das ist einmalig. Stimmt, da war echt schwer. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu.
Ja, das gefällt mir. Ja, darf ich dann weiter? Ja. Ich werde zurücklaufen. Da lang. Ja. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Das ist mehr. Na komm, du kennst die Lösung. Okay. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Komplett besser. Führe denselben Test zweimal aus. Okay. Ah, da sind sie. Was ist das? Muss jetzt den Test beenden? Mal gucken, ich beende mal. Oh, weiter. Wow. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Das ist ja toll. Nur wenn die Tests so leicht bleiben, das wird echt hart. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Okay. Wen zu finden? Wen sollen wir finden? 1 von 19. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Wo? Super. Erstmal da hochgehen. Gucken, was zu tun ist. Und ich brauche einen Cube. Da habe ich einen Cube. Den muss ich rankommen. Und wie komme ich da dran? So vielleicht. Ja, das kenne ich auch schon aus dem Koop. Das gab es da auch. Kam, glaube ich, sogar früher als das Gale. Ich bin nicht irre. Ich bin ja kein Irre. Haha. Scheiße. Nochmal machen. Jetzt habe ich den Cube. Ist noch da runter. Okay, das klappt ja nicht. Hiermit mache ich den. So ein schwieriger Test, also. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay. Oh, Wheatley Laboratories. Wollte ich nur kurz zeigen. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles mögliche. Einfach sensationell. Ja, finde ich auch ganz toll, hat er das gemacht. Ich muss da was dran machen, dass die Tür da aufgeht. Ich spring mal runter. Okay. Jetzt bin ich hier. Hat es mir was gebracht, da gegen die Wand zu fahren? Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Nö, ich mach...
beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Mist, das ist ja jetzt. Vielleicht muss ich mir Zeit lassen, um den zu besiegen. Das ist schlecht, wenn das in die falsche Richtung treibt. Das heißt, ich muss den Mist abholen. Diese blöden, komischen Cubes, die der neu erfunden hat. Die sind ja jetzt drin. Bleib hier. Du. Oh, ja. Yeah. Gut gemacht. Ach, gut, okay. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, was doch die... Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und starben wohl gleich. Aber das war's gelernt. Okay, der darf also nichts sagen, was damit zu tun hat. Aber jetzt hier, der Ladescreen ist echt... Also, die Ladescreens verändern sich und so weiter, man kommt dran. Also ganz am Anfang ist das neue Logo, also das jetzige, dann, wenn man runterfällt da, ist es dann von den alten und jetzt fliegt wieder, wieder Laboratories da, weil der da das übernommen hat. Auch nicht schlecht. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Super. Gut. Macht er das. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Was? Dass die Tests gestohlen sind? Oder lieber. Uiuiuiui, ein Cube fallen lassen. Muss ich fangen? Muss ich hier fangen? Okay. Ankommen. Ding, dang. Ding, dong. Fällt er dann. So, jetzt. Fange ich diesen Cube jetzt? Ah, hier bitte. Komm her, Cube. Mal gucken. Rüber zu kommen. Kann ich hier irgendwie mich rüberbringen? Ah, ich hab eine Idee. So. Und so. Ja, jetzt noch den Q, der versucht zu fliehen. Okay, zuerst muss ich nach da oben kommen. Ich will eigentlich nicht mit. So. Da muss ich mit, um... Mist. So, jetzt darüber. Ich hoffe, die Cubes, bitte bleibt da oben. Ich nehme die lieber mit hier, weil ich traue dir nicht so ganz. Komm. Ich jetzt könnt ihr allein fliegen. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Test gelöst in 3. Oh,
wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Was passiert schneller als gedacht?